Und die Kinder, zwei kleine Kinder, waren dabei von Zainab, alayhi salam. Sie konnte nicht gucken. Eine Mädchen steht auf ihre Zehe und sie will gucken und sagt, Tante, was ist da in den Eimer? Was soll sie antworten? Soll ihr sagen, das ist dein Onkel? Und die andere hat gesehen, das ist das Gesicht von ihrem Onkel. Sie sagte zu ihr, das ist dein Onkels Kopf. Diese Mädchen weint, sagt, Tante, sag mal, ihr seht, soll mein Vater nicht mehr, mein Onkel nicht mehr mit der Peitsche hauen. So, dass die Menschen alle waren in Glück, sie haben gefeiert in der Moschee drinnen, dass der Kopf von Imam Hussein a.s. in den Eimer sitzt und Yazid haut auf den Kopf mit der Peitsche und Ali Sajjad a.s. redet mit Yazid. Sagt Yazid, darf ich gehen nach oben und reden auf dem Minaret? Er sagt, nein, darfst du nicht. Er sagt, ich rede ganz kurz. Das ist gut für diese Menschen. Und gut für Allah. Und das ist ein Jami, ein Moschee. Die Freunde von Yazid sagt, lass ihn gehen, der ist sowieso jung. Und kaputt von Reisen, von Laufen. Und verletzt. Und er wird sich schämen, wenn die Menschen ihn angucken. Und kommt wieder durcheinander und kommt er wieder runter. Er sagt, nein, weißt du, wenn diese Menschen hochgehen, bleibe ich nicht alle Macht. Er sagt, warum? Er sagt, weil diese Menschen sind von einem Haus, der größte von denen kann man nicht messen und der kleinste von denen kann man nicht treten, ist wie ein Glut, wie ein Kohle, also ja, wie ein Feuer. Das heißt, kannst du nichts machen. Er sagt, was sagst du diese? Siehst du, wie kaputt der ist? Sieht richtig verletzt und fertig. Lass ihn doch hochgehen, das paar Minuten reden. Er will reden, lass ihn. Ich sag, gut. Aber ich habe euch gesagt, wenn dieser Mann hochkommt, ich komme runter. Das heißt, meine Familie, mein Reich geht kaputt. Auf jeden Fall, sie haben ihn überzeugt. Yazid sagt zu Ali Sajjad, alayhi salam, sagt, geh mal hoch. Erzähl mal was. Ali Sajjad geht nach oben, fängt an zu reden über sich selber. Er sagt, ey Johannas, man arafan, faqad arafani. Wa man lam ya'rifni, fa ana u'arifuhu bi nafsi. Das heißt, er sagte, oh ihr Menschen, wer kennt mich. Und wer mich nicht kennt, ich mache mich jetzt bekannt. Hat angefangen zu reden, also Worte, die diese Menschen noch nie gehört haben im Leben. Also Worte über Menschen und unter Gott. So, das heißt, du kannst nie diese Stelle erreichen, nur bis diese Sondermenschen, die können sowas reden. Hat angefangen zu reden und zu sagen, wer er ist. Er sagt, ich bin der Sohn von dem, der den Islam durchgesetzt hat. Ich bin der Sohn von dem, der diese Menschen so lange gehauen hatte, bis sie gesagt haben, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu Muhammad Rasulullah. Die kamen die Leute durcheinander, von wem bist du der Sohn? Haben sie gewusst, das ist jetzt der Sohn von Ali bin Abi Talib, a.s. Aber Ali hat zwei Kinder, Hassan und Hussein. Und dann hat er so lange geredet und sagt, ich bin der Sohn von dem, der geschlagen wird in den Eimer. Und dann haben die Menschen gewusst, das ist Sohn von Muhammad und Sohn von Ali und Sohn von Hussein a.s. Ja. Und ganze Moschee schreien und weinen. Sag, was hast du uns erzählt, Yazid? Was ist diese Nachricht, was wir hier hören? Diese Menschen sind Verbrecher. Dieser Yazid, ne? Ja. Yazid sagt zu dem Imam, diese Forscher, er sagt, geh mal hoch und fang mal an zu beten. Ruf mal zum Beten an. Er geht hoch und sagt, Allahu Akbar, sagt Ali Sajjad, alayhi salam, kabbarta kabiran la yuqas. Du hast gesagt, du hast jemanden groß gemacht, der unmessbar ist. Er sagt, ashadu an la ilaha illallah. Er sagt, du bezeugst, dass es nur einen Gott gibt. Mein Haut, mein Knochen, meine Seele und mein Blut bezeugt auch, dass es la ilaha illallah gibt, dass es nur einen Gott gibt. Er sagt, ashadu anna Muhammad al-Rasulullah. Er sagt, halt, Yazid, dieser Muhammad ist dein Opa oder mein Opa? Wenn du sagst, dein Opa, hast du gelogen. Und wenn du sagst, mein Opa, warum hast du meinen Vater umgebracht? Ja. Und dann schreien die ganzen Menschen in Moschee, sagt Allahu Akbar, Wallah, wir haben euch nicht erkannt, wir wussten nicht, dass ihr alle Welt seid und fangen an, die Hände von Imam Ali Sajjad a.s. zu küssen. Und von diesem Moschee fängt diese Revolution an und bis jetzt findet das kein Ende. Geh mal jetzt nach Syrien, diese Hauptstadt von Yazid. Guck mal, was in Syrien ist. Zainab a.s. gibt es einen Maqam für Zainab, ihr Kabr, da ist ihr Grab da. Wenn du gehst da besuchen, die Schia sind ohne Ende.
gibt es nur Schia in Damaskus. Ja. Hauptstadt von Jesid, gibt es keine Spur mehr von Jesid. Jesid, sein Platz ist Müll, hier Müllabfallstelle geworden. Ja. Gehst du da, guckst du, wo ist Jesids Kappe, dann sieht ihr da, steht ein Esel da, dabei am Fressen, und da Papier und so fliegt so durch die Luft. Ne? Und gehst du bei Hazrat Hussein a.s., siehst du diese seelische Glaube da drinnen, weißt du, du willst reingehen, da, die Menschen von international, überall kommen sie besuchen, Zainab a.s. Willst du ein Hotel gehen, gibt es Hotel von Imam Hassan, Hotel von Imam Hussein, Hotel von Zahad al-Zainab, ganze Namen von Ahlul Bayt a.s. haben sie diese Hotels gemacht. Gehst du in ein Hotel, sitzt du, ist überall diese Bücher von Ahlul Bayt a.s. Ja. Syrien ist kein Platz mehr für Yazid. Deswegen Zainab a.s. Sie geht bei Yazid, sagt Yazid, mach mal was du willst. Wallah, du wirst das nicht schaffen, unseren Namen wegzumachen. Mach mal, was du willst. Er hat die ganzen Männer umgebracht, bleib nur Ali Sajjad, Ali Sajjad. Und Zainab. Deswegen, Wort von Imam Hussein, Name von Imam Hussein ist rausgekommen mit Lippen von Zainab, Ali Sajjad. Diese erste revolutionäre Frau nach ihrer Mutter, nach Fatima, Ali Sajjad. Deswegen bei unseren Brüdern, also bei diesen Sunniten, gibt es keine Rechte für Frauen. Gar nichts. Wenn du eine Tochter hast, und dann sollst du sterben, hast du Vermögen. Ja. Die sagen, die Tochter darf kriegen, genau wie Bruder, Onkel und solche Sachen. Bei uns nein. Wenn deine Tochter, dann das gehört deine Tochter. Mein Bruder hat nichts zu suchen. Warum? Warum steht das bei den Menschen so und bei uns so? Weil das fängt mit Fatima a.s. an. Und die haben gesagt, ja, dein Vater hat dir gar nicht gelassen. Das, was er gelassen hat, das ist für Muslimin, für die Gläubigen. Für die Gläubigen, wo soll ich auf die Straße gehen? Ne? Wie hat Suleiman für Dawud gemacht? Der hat auch seine Vermögen für seinen Sohn gegeben, und das ist Vater und das ist Sohn, und die sind beide Pergamber gewesen. Und du sagst, mein Vater darf nicht, das ist Abu Bakr. Deswegen, bei uns waren diese Frauen, die haben eine Stellung in Islam, was gar keine andere Frau in einer anderen Religion erreicht hat. Zainab a.s. geht da bei Yazid und redet sie in Jami, in Moschee, vor ganzen Menschen. Sag ja Yazid. Mach, was du willst. Denkst du, dass du bei Allah gut bist, dass du die ganze Menschheit gegen uns gemacht hast? Und wir sind klein bei Allah? Er sagt, nein, Wallah. Du kannst unseren Namen nicht wegwischen und unsere Inspiration nicht vernichten. Ne? Und die Zeit kommt, und wir werden dir zeigen. Und Allah wird dir zeigen. Yazid hat keine Spur mehr. Überall Name von Zainab, überall Name von Ali, überall Name von Hussein a.s. wächst und wächst und wächst und wächst. Wo? In den Herzen von den Gläubigen. Nicht jeder kann Ahlul Bayt a.s. lieben. Deswegen, du merkst manchmal, wenn du mit jemandem redest, du merkst, er hat Allergie gegen Ali a.s. Wenn du sagst Ali a.s., sag, warum sagst du a.s.? Allahu Akbar, Salam ist so viel für Ali. Salam heißt grüßen. Ja, ist so viel für diesen Mann. Sag, nee, sowas darfst du nur für Pergamber sagen. Sowas darf ich nur für Pergamber sagen. Allah sagt, Salamun ala Ali Yasin. Yasin ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salamun ala Ali Yasin, Friede sei auf Familie Yasin. Und Yasin ist Muhammad und Familie Muhammad ist Hassan und Hussein. Ja. So, das ist Koran. Und Koran sagt, Salamun ala Ali Ibrahim. Ja. Friede sei auf Ali Ibrahim. Salamun alaikum Ahlul Bayt. Im Koran steht, Bayt von Ibrahim a.s. Wie kannst du Allah subhanahu wa ta'ala sagen, und du sagst, darf ich nur für Pergamber sagen? Ha? Das heißt, dieser Krieg, dieser Krieg hat angefangen und findet kein Ende. Und das ist unsere Aufgabe. Zainab a.s. hat angefangen, diese Trauer, diese Massaker von ihrer Familie zu zeigen. Und bis jetzt, viele Menschen haben das nicht gewusst. Viele Menschen sagen, vorgestern waren wir bei Ismail, da war ein Mann, ein älterer sitzt da, und er schreit, er sagt, ich habe noch nie gehört diese Worte. Ich auch noch nie. Er sagt, ich bin so lange mit Religion, so lange dabei, aber diese Worte habe ich noch nie gehört.